weg warst, habe ich mit Tobias gesprochen. Morgen früh besuchen wir ihn, um den Verlobungsvertrag auszufertigen. Bist du zufrieden mit der Wahl? Eine sehr vernünftige Wahl, Vater. Ich bewundere sie, respektiere sie, mehr als jeder andere. Aber es ist wirklich sehr schwer, die richtigen Worte zu finden. Wir haben uns doch immer verstanden, ganz gleich bei welchen Worten. Du willst damit sagen, dass du Ruth nicht liebst. Ich habe deine Mutter nicht gesehen bis zum Tage unserer Verlobung. Und doch... Ich weiß, wie einsam du nach ihrem Tod geworden bist. Nicht, wenn du bei mir bist, Mika. Du hast Rachels Mut und ihre Liebe zum Leben. Komm, wasch dich jetzt endlich, mein Junge. Dann werden wir das Abendgebet sprechen. Und essen. Ich bin so hungrig, dass ich ein ganzes Mastkalb verschlingen könnte. Nach dem Gesetz von Moses und von Israel wird am 7. Tag des Monats Nisan gemäß Vertrag die Verlobung eingegangen zwischen Mika ben Eli und Ruth Bas Tobia. Wobei er verspricht, sie zu ehren, für sie zu sorgen, sie zu ernähren und ihr zu gefallen zu sein. Die Bestimmungen und Bedingungen des Heiratsvertrags sollen sein wie folgt. Tobia, alle Bedingungen und Bestimmungen können sehr schnell festgesetzt werden. Jedoch, so sehr ich auch bereit bin, deine Wünsche zu respektieren, mein Freund, darf ich meine eigenen doch